Exemplarisch an dieser Aufgabe möchte ich euch nochmal erklären, wie eine Äquivalenzumformung funktioniert. Also ich versuche nach und nach das x freizuschaufeln, das x allein stehen zu lassen. Und das mache ich, indem ich als erstes eine Plus-Minus-Äquivalenzumformung mache. Also auf beiden Seiten minus 7, damit diese plus 7 hier rüber wandert. Ich versuche quasi alle Werte ohne x auf die eine Seite und alle Sachen mit x auf der anderen Seite zu lassen. 7 ist ohne x, also bringe ich es mit minus 7 rüber. In der nächsten Zeile steht dann 21 minus 7. Ich mache einmal minus 7 auf der linken Seite und dann minus 7 auf der rechten Seite. Das fasse ich zusammen. Dann steht hier 14 ist gleich 7x. Aufpassen, dieses minus 7 bezieht sich nicht hier mit rein. Da muss man Punkt vor Strich beachten. Wenn ich auf der Seite minus 7 rechne, betrifft es nur das plus 7 hier hinten, aber nicht die Multiplikationsaufgabe. Jetzt teile ich beide Seiten durch 7. Warum? Weil 7 mal dran steht. Um das 7 wegzukriegen, muss ich die rechte Seite durch 7 teilen. Das ist ganz klar, hier stehen quasi 7 Äpfel und damit nur ein Apfel dran steht, muss ich eben durch 7 teilen. Ich könnte hier in dem Fall auch eine Malaufgabe machen, zum Beispiel mal 1/7. Aber wichtig ist, dass zuerst die Strichäquivalenz und dann erst die Punktäquivalenz kommt. So, und wenn ich da auf beiden Seiten geteilt durch 7 rechne, steht hier 14 geteilt durch 7 und hier 7 mal x geteilt durch 7. Wenn ich das jetzt zusammenfasse, steht hier 2 und hier x. Die Lösungsmenge ist damit 2 und schon haben wir es fertig gelöst. Also noch eine kurze Anleitung. Wenn ich eine Äquivalenzumformung mache, fasse ich erst zusammen. Der Punkt ist hier weggefallen, weil ich hier nichts zusammenfassen konnte. Hier stand nicht 7 plus 3 zum Beispiel noch, was ich noch hätte zusammenfassen können. Im zweiten Schritt mache ich eine Plus- oder Minus-Umformung. Hier in dem Fall eine Minus, weil ich das Gegenteil von Plus machen muss. Und als drittes eine Mal-Geteilt-Umformung, also eine Punkt-Umformung. In dem Fall war es geteilt, weil ich die 7 durch ein Geteilt wegkriege. Das war's. Das war die Zusammenfassung, wie man so eine Äquivalenzaufgabe löst.